Schönen guten Tag da draußen wünsche ich euch, liebe Leute. Mein Name ist Christian von TechnikHub und heute schauen wir uns mal ein neues Produkt an, und zwar von BenQ, die Screenbar E-Reading Lamp. Ich habe das Exemplar freundlicherweise von BenQ Europe zur Verfügung gestellt bekommen für unsere Review. Und ob die Technologie etwas bewirkt, ob sie uns hilft am Schreibtisch oder wo auch immer, ob sie was taugt, ob sie qualitativ hochwertig ist oder tatsächlich ein Produkt, wo man sagt, brauchen wir nicht, werden wir in unserer Review herausfinden. Doch jetzt schauen wir uns erstmal an, was BenQ Schönes hier in den Karton gepackt hat, und wir machen ein kleines Unboxing. So Leute von heute, ich habe jetzt schon mal die Folie abgemacht und die Klebesiegel auf der Seite geöffnet, damit wir jetzt einfach mal das hier runterziehen können. Doch euch sei gesagt, beim ersten Mal ist das ziemlich schwer abzumachen, das ist ziemlich fest drauf. Gut, jetzt gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Und es sieht auf jeden Fall von der Verpackung her schon mal relativ gut verpackt aus. Und wir werden belohnt mit einer Garantiekarte auf Chinesisch, Japanisch, ein Mix aus beidem. Jedenfalls eine Garantiekarte. Ich tippe darauf, dass es ein Gutschein ist, auch wenn ich nicht lesen kann. Jedenfalls braucht man einen QR-Code dazu, den man hier scannen kann. So. Anleitungstechnisch haben wir Glück, denn das Ganze steht auch mit in Englisch darauf. Das ist sehr gut. Ansonsten hätte ich mir tatsächlich eine Anleitung anschauen müssen. Aber hey, der Technik-Fan von heute kriegt auch das hin ohne Anleitung. Wir haben jedenfalls ein paar Teile. Und zwar gehe ich jetzt das Ganze mal vorsichtig an. Eine, die besagte LED-Screenbar, die tatsächlich relativ klein ist. Wow, okay. Aber es ist eigentlich recht gut für den Monitor. Passt auf jeden Fall wirklich so auf 22. Man könnte aber meinen, von hier hat es was von Kamera. Aber nee, das sind die Lampen. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, ob ich das mal wegtun soll oder nicht. So, dann haben wir hier ein USB-Kabel, denn das Ganze funktioniert mit USB auf Micro-USB. Und natürlich noch hier das Ganze sozusagen, wo ihr dann die Screenbar einhängt, hinter den Monitor, dass das hält. Und dieses runde Ding hat tatsächlich ein ordentliches Gewicht. Na gut, als Gleichgewicht ist es nicht schlecht. Und ja, das war's. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt mal provisorisch kurz zusammenbauen und dann schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut. Bin ich jetzt nochmal, ich mache hier nochmal kurz ein bisschen scharf. Und mir ist etwas aufgefallen, nachdem ich das Ganze jetzt ausgepackt habe. Ich halte euch das mal ans Mikrofon und schüttel mal kurz. Es hört sich ziemlich unstabil an. Das liegt an diesem, ja, Plastik oder an dieser, ja, es ist keine Folie, es ist schon ein dünnes Kunststoffglas. Aber es ist meiner Meinung nach recht locker, aber gut. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist auf jeden Fall fest verarbeitet. Das heißt, da kann nichts rausfallen. Das ist alles wirklich schön eingefasst in alles und im Endeffekt, da ist auch nichts locker. Es hört sich einfach nur so an. Dementsprechend versucht es nicht runterzuschmeißen. Ich tippe oder beziehungsweise ich schätze es als recht empfindlich ein und ich hoffe, dass dieses bisschen Schütteln nichts ausmacht, sollte aber nicht. Aber meiner Meinung nach wollte ich es einfach erwähnt haben, schließlich ist die Lampe mit knapp 100 Euro tatsächlich nicht günstig und muss überzeugen, auch qualitätstechnisch. Was ich gut finde, ist das Aluminium im Hintergrund, was tatsächlich auch die Wärme ein bisschen unterdrücken wird. Und auch das USB-Kabel, was recht flach gehalten ist und tatsächlich auch relativ gut verarbeitet ist. Dementsprechend, ich baue es jetzt mal kurz zusammen und dann schauen wir uns an, wie das Ganze mal wirkt. So, da bin ich wieder jetzt mal ohne Stativ. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal an den Fernseher angebracht und zwar hinten mittels USB-Port und es ist ein schönes Ding. Also ich habe es versucht einigermaßen mittig erstmal zu platzieren, nimmt nicht großartig Platz weg und hier haben wir natürlich verschiedene Knöpfe. Wir haben hier Touchscreen, das heißt die Lampe geht an und wenn ich es an die Seite halte, ihr seht, am Fernseher ist es nicht, es geht eher weiter vor, sprich da. Im Endeffekt bleibt es so und da ändert sich die Farbe. Sprich, wie es angekündigt ist, das Bild bleibt unberührt von der Helligkeit der Lampe, weil die einfach auch ein bisschen nach vorne geht. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann, aber
Sie ist leicht angewinkelt, dass sie quasi nicht direkt gerade runter geht, sondern ein bisschen schräg, so im 30-35 Grad Winkel, würde ich sagen. Und hat natürlich auch Sensoren quasi, um eben die Helligkeit zu messen. Dann natürlich auch verschiedene Knöpfe, wo ihr Optionen einschalten könnt, dass es heller wird, dunkler, kälter, wärmer, wie wir hier sehen, zum Beispiel für die Temperatur und. Und natürlich kann die Lampe auch ein- und ausgeschaltet werden. Finde ich tatsächlich sehr gut. Ich suche jetzt tatsächlich für mich noch am Schreibtisch eine schöne Position. Und dann kriegt ihr natürlich von uns, von Technikhub, das Ergebnis in einer Review. Das heißt, vielen Dank schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.